Eine Parallelverschiebung wird durch den Pfeil PQ festgelegt. Es gilt, der Kreis K wird auf den Kreis K' abgebildet durch die Parallelverschiebung mit dem Pfeil PQ. Hier haben wir unseren Pfeil PQ und hier ist der Kreis K, der verschoben werden soll. Es wäre jetzt natürlich unsinnig, jeden Punkt des Kreises extra zu verschieben. Stattdessen geht es viel einfacher, indem wir nur den Punkt M verschieben und dann an der neuen Stelle den Kreis wieder zeichnen. Dafür führen wir jetzt eine Parallelverschiebung mit dem Punkt M durch. Wir messen zuerst aus, wie lang ist denn der Pfeil PQ? Dazu benutzen wir unser Geodreieck und bei mir wäre jetzt dieser Pfeil 6 cm lang. Wir zeichnen nun einen genau gleich langen und parallelen Pfeil, der in Punkt M seinen Fußpunkt hat, also in Punkt M startet. Dieser Pfeil ist jetzt parallel zu PQ und genau gleich lang wie der Pfeil PQ. Und an der Spitze dieses Pfeils finden wir den verschobenen Mittelpunkt des Kreises M, den nenne ich mal M'. Alles, was ich jetzt noch machen muss, ist, um diesen Punkt M' nochmal den Kreis zu zeichnen. Und zwar mit dem Radius des alten Kreises. Den kann ich ja auch wiederum abmessen oder gleich mit dem Zirkel entsprechend einstellen. Hier habe ich den Radius und kann dann um Mittelpunkt M' den gleichen Kreis zeichnen. Da auf dem PC einen Kreis zu zeichnen recht schwer ist, kürze ich ein bisschen ab, indem ich den Kreis schon mal kopiert habe und jetzt neu einfüge. Und damit habe ich den Kreis verschoben.